Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Deponia, wo wir jetzt heißes Kerzenwachs haben und wir gucken mal, was wir mit dem heißen Kerzenwachs machen können. Können wir vielleicht den Schlauch damit betunken? Das ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Okay, gut. Abwaschen ist nicht. Können wir den Schlauch? Okay, wir können den Schlauch an den Taucheranzug machen. Und jetzt mal abtauchen? Das bringt nichts, vielleicht den Wasserhahn auf. Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, aus Angst. So, können wir den jetzt abtauchen lassen? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Was passiert eigentlich, wenn wir Ghoul umschalten und von Ghoul mal als Krawall-Ghoul den Klingelstreich machen? Rastet sie dann wieder aus? Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Schaffst du eh nicht, Rufus, aber versuch es. So, und jetzt machen wir mal den Klingelstreich. Das wird lustig. Ja? Oh. Hallo? Sehr witzig. Au, oh Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Okay. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Okay. Es wird ja immer lustiger. Ich lasse es drauf ankommen, dass wir jetzt über Bord fliegen. Also, nochmal, Rufus. Gleich nochmal. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Doch keine schlechte Idee. Aua. Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Ah, wir haben noch Kerzenwachs. Können wir unseren Kopf in Wachs gießen? Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Haben wir jetzt. Perfekt. Und den kleben wir daran. Wir machen doch hier eine Vogelscheuche. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Okay, irgendwas fehlt noch. Können wir noch mal klingeln? Schade, sie haben die Klingel abgestellt. Aber hatten wir doch gerade so viel Spaß. Okay, Wasser vielleicht noch ein bisschen mehr? Warum passiert denn da gar nichts? Okay, der ist also zu voll. Klingelkran. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran, es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Wo er recht hat, hat er recht. Lass mal mit Boso reden. Vielleicht lässt er ja dann das Ding runter. Hey Boso, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Boso. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. So weit, so gut, aber... Wie kommen wir jetzt da rein? Ja, fragen wir mal. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Nein, das funktioniert nichts. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an. Ich bin ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so.
bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Okay, wir haben also eine Idee. Müssen wir mal gleich dran denken. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Aha, also musst du tatsächlich mit ihm reden. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Und es hat Rums gemacht anscheinend. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Okay, wir bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Wir gucken mal auf nach. Auf dein eigenes Risiko. Mal gucken, was die Delfine jetzt angerichtet haben. Vielleicht ein Loch reingesprengt? Ah, eine Luke. Plötzlich gibt es hier unten eine Luke. Okay. War das nicht gerade kaputt? Ach nö, nicht schon wieder. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Unser Wochenendarbeit. Tipo. Das hat ja jetzt gerade nicht ganz so geklappt, wie Rufus sich's vorgestellt hat. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Da ist... verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Hm. So, was haben wir denn da jetzt? Nicht viel. Einen Weg zum Sprengturm finden, Lady Gold zur Vernunft bringen und nach Elysium reisen. Das wird doch garantiert wieder nichts. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, jetzt sind wir eine Fliege. Auch mal interessant. Transporter. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. okay. So, raus da mit dir.
Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Genau, Rufus, warum? Was haben wir denn da? Eine Vermutung haben wir aber. Fliegen? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Was passiert, wenn wir jetzt da reingehen? Kommen wir dann als uns selbst da hinten raus? Tatsache. Jetzt können wir mal eine Runde mit Janosch quatschen. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Okay, die Rebellen, Toni, nach oben. So. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Mhm. Ah, wir müssen anscheinend beim Schnabeltier rauskommen. Okay. Wo ist der Frosch hin? Wenn wir da reingehen, kommen wir auch da raus. Ah. Allerdings als Fliege. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Mist, wir müssen als uns selber da rauskommen. So ein Mist aber auch. Okay, wir fliegen einfach mal wieder da rein. Und müssten jetzt theoretisch doch da reingehen können. Oder da rein. Jetzt kommen wir da oben als wir raus. Genau. Oder auch nicht. Jetzt da vielleicht? Ne, jetzt kommen wir, da sind wir bis unten. Okay, nochmal hoch. Wir müssen also als wir da drüben rauskommen. Wieder so ein schönes Rätselspielchen. Und um da rauszukommen, müssen wir da rein. Jetzt sind wir ein Schnabeltier. Und als Schnabeltier können wir uns nicht bewegen. Okay, gut. Fliege, vielleicht die Fliege vom Frosch fressen lassen. Fliege, Frosch. Warum nicht? Na gut, dann nicht. Nicht da hoch. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Okay, dann gehen wir nochmal hier rein. Jetzt ist die Fliege ja da drinne. Da soll die auf keinen Fall sein. Das bringt uns nämlich kein Stück weiter. Jetzt kommen wir doch bestimmt wieder als wir hier drüben raus. Genau, und dann schnappen wir uns mal den Frosch. Als den wir uns auch nicht bewegen können. So ein Mist. Ah. Dann können wir jetzt gerade nur da unten... Na, gehst du runter? Da rein. Und jetzt sind wir wieder hier als wir. Okay, wenn wir jetzt da reingehen, sind wir der Frosch und können uns nicht bewegen. Also können wir rein theoretisch nur die Fliege gerade benutzen. Sinnvoll benutzen. Das Einzige ist, wo auch immer das Schnabeltier ist. So, da oben können wir nicht rein. Können wir die Fliege da verstauen. Ach, das Schnabeltier liegt dort oben. Okay. Das liegt jetzt da ein bisschen im Weg. Denn so kommen wir da nicht raus, oder? Nein. Quack, quack. Ha. Na gut, ich würde sagen, das ist doch ein super Ende. Rufus als Schnabeltier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Rätsel oder das Rätselslösung hier im Feuergefecht finden. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.